Labor. Wir haben doch noch. Nee. Ach da. Hier ja, den Löwenkopf. Dann lass uns den noch mal. Creepy. Guck mal. Eine alte Kriegerstatuette. Sag mal. Nichts in diesem Schrank ist mehr von Bedeutung. Ich habe eine alte Kriegerstatuette gefunden. Ich habe noch nie mal geguckt, was da noch drin ist. Ist egal, es ist eine alte Kriegerstatuette. Damit ja, habe ich alles. Kommt bestimmt dahin. Also da. Also auf die andere Seite. Zack. Tada. Ach du lieber Gott. Ich drehe kann man mal grün und blau. Ja. Nee. Warte mal. Tada! Ha, ich habe es gelöst. Ja, du. Also der Spieler. Die weibliche Protagonistin hat es gelöst. Geflügelter Schädel. Wie, und der Rest? Schon wieder. Sag mal. So, der kommt da hin. Wir brauchen nur das Buch. Das heißt, wenn wir die alle fertig haben, dann ist das Spiel schon zu Ende. Das ist aber kurz. Mir war gar nicht bewusst, dass wir ein Buch benötigen. Hat er doch gerade gesagt. Das Buch, das du suchst, das kleine Mädchenbuch und so. Ach so. Aber wieso brauchen wir nochmal ein Buch? Keine Ahnung, warum wir ein Buch brauchen. Aber das Mädchen hat gesagt, wir müssen das Buch finden, bevor es zu spät ist. Also suchen wir ein Buch. Vertraust du schwarzhaarigen Mädchen mit Schädeln als Gesicht? Natürlich. Immer! Seitdem ich The Ring geguckt habe. Ja, dann Schädel. You cannot go further. The magic of the gatekeeper holds you back. Destroy it and the magical curtain will disappear. Wieso hilft dieses gruselige Mädchen uns eigentlich? Die Magie des Gatekeepers hält uns away. 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 So, wieso hilft dieses gruselige Mädchen uns? Ich habe einen Pick gedacht. Das ist ja ein tolles Schloss. Aha, siehst du, Spiel zu Ende. Halt, eine Brosche und noch eine Brosche. Alles klar. Geflügelter Schädel. Ja, stimmt, das musst du anders tun. Ja, das sieht aber schick aus. Guck mal, da sind überall Totenköpfe drin. Guck mal, hier, da und so. Kann man nicht da drüber hüpfen einfach? Einfach hier so drüber die klettern? Kante. So, rups. Wir sind aber ja eine Dame. Das weiß ich nicht, was für ein Jahrhundert. Obwohl sie Strom. Ein Fernseher habe ich noch nicht gesehen. Zimmer mit einer Uhr. Zimmer mit einer Uhr. Zimmer mit einer Uhr. Bibliothek. Bibliothek. Wie, Entschuldigung. Ich habe vergessen, das zu sagen. Achso. Eins, zwei, drei. Auf Anhieb richtig. Ich will den. Eine Figur eines Dämons. Nimm den mit. Dämonen. Ja gut, wir wollen nur das Buch. These ancient pages hold the history of building a magic gate that led to the netherworld. In olden days, powerful sorcerers used this gate to summon demons to our world and fulfill the sorcerer's wishes. Activating the gate created great danger. The two worlds could easily become one. And then, the malevolent demons would get loose and destroy mankind. Centuries later, mysterious knowledge keepers came to the conclusion that the gate was perilous to exist. They used special magic from the amulets of the elements to obliterate all the gates along with all the written records of the dangers of occult practice. Except for this book, which they somehow missed. Ich muss zugeben, ich habe so die Hälfte verstanden ungefähr. So. Erzähl noch mal. Also, die weibliche Protagonistin hat ein Buch gefunden, wo drin steht, dass vor
ganz, ganz langer Zeit ganz, ganz fiese Dämonen die Welt überrannten oder so. Und oder so ist immer eine tolle Ergänzung. Und es gab dann irgendwelche Typen, die haben gezaubert und mit der Elementarmagie verhindert, dass die Welten ineinander überfließen oder so. Und die andere Welt war böse. Das habe ich verstanden, das sind wegen Dämonen. Blut aus genau. den Augen und so. Genau. Und das weiß die weibliche Protagonistin nur anhand der Bilder in dem Buch. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass ich als weibliche Protagonistin... Ja, aber was haben die denn jetzt zerstört und wieso ist das Buch noch übrig? Das weiß ich nicht. Okay, wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, warum wir nicht. Ich war so geflasht. Wieso nimmst du dir den Zeug nicht mit? Ja, Entschuldigung. Den Zeug. Den? Damit kann man wahrscheinlich etwas öffnen. Antikes Symbol. Nase! Oh Gott. Nimm jetzt diese Statue mit. Warum nicht? So. Das Buch, das ihr sucht, ist in der Bibliothek. Und warum nehme ich es da nicht mit? Weil ich es nicht lesen kann. Das ist eine sehr gute Frage, Lina. Was haben wir damit? Das ist ein antikes Symbol. Haben wir hier noch was, außer dem russischen Fisch? Dem russischen Fisch? Tisch! Achso, nee. Nö. Hier haben wir nichts. Da. Oh! Nee, da! Dreht sich das nicht so aufmachen muss, diesmal alleine. Aha. Ein Teller, einen Elefanten. Den Krug, Statue, Uhren, nichts brauchen wir davon. Eine Harpune! Aber ohne Pfeil ist sie nutzlos! Was mache ich denn jetzt mit dieser Harpune? Woher kriege ich denn... Ach, Moment, ich habe doch einen Harpunenpfeil in meinem Inventar. In der Hosentasche. Das muss ziemlich stechen. Harpune! Eine geladene Harpune! Damit sollen wir jetzt wirklich die Wölfe bekämpfen? Ich habe eine Axt und eine Harpune! Jetzt haben wir zwei Waffen! Mit der Harpune können wir auf die Fledermäuse schießen! Nein! Ich kann keine Fledermaus mit einer Harpune erschießen! Es sind außerdem viel zu viele! Ein lautes Geräusch oder grelles Licht würde sie wohl alle verjagen! Lautes Geräusch funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht. Warte. Wer ist mit denen jetzt? Eine Harpune gegen zwei Wölfe? Das ist keine gute Idee. Immer noch nicht. Die müssen verdammt wenig Hunger haben, ansonsten wären die doch schon längst auf uns drauf. Ja, nein, die warten schön da, bis wir zu denen kommen. Ach so. Das machen Wölfe so. Die warten, bis das Futter zu ihnen kommt. Dann bleibt ja nur noch ein Gegner, oder? Der Weg zur Brücke ist jetzt frei. Ich hoffe, dass im Sumpf keine ähnliche Kreatur mehr lauert. Ich habe nämlich keine Harpunenpfeile mehr. Aber voll der Headshot. Was war das denn? Die hat den vollen Möhre in der Harpunenschädel gejagt. Rabatsch. Da drauf erstmal einen Schluck Kakao. Ach, okay, wir gehen mal weiter. Ja. Eine Spitzhacke. Da stand was, da war ich zu langsam. Tut mir leid, ich hab zu schnell geknickt. Ich improvisiere. Eine Spitzhacke, sie scheint von Blättern verborgen zu sein. Schien, war vorher Schien. So. Ja, ich habe improvisiert. Sagt sie da nicht nochmal was? Nee. Nein. Ich komme nicht heran, ich muss einen Weg finden, wie ich an diese Lampe komme. Spitzhacke. Springen? Nein. Ich komme nicht heran, ich muss einen Weg finden, wie ich an diese Lampe komme. Nein. Ich komme nicht heran, ich muss... Ja, ist okay. Wieso will sie denn den Weg anfassen? Be careful. The way is guarded by extremely powerful gatekeepers. Dangerous dragons. You cannot pass by them without one of the magical amulets of the elements. The four central parts of the amulet will destroy the gatekeepers one by one. Wait, what's going on here? Moment, was geht hier vor sich? Da hat so eine Geister-Omi uns erzählt, hey, da sind Drachen! Ich dachte, es wäre Horror.
Der Dorwächter. Der Dorwächter. Ja. Der ist der Horror. Der Dorwächter. Ja, wir gehen mal. Der Dorwächter, der kommt jetzt auch noch. Da, siehst du, Drachen. Klar. Ein Stock mit einem Haken am Ende. Wow. Das sind die schrecklich dämlichst aussehendsten Drachen, die ich. Das sind die Wachen, die den Weg zu den Toren bewachen. Ich glaube, so dämlich sind die nicht. Die speien. Kannst du auf jeden Einzel draufdrücken? Rot? Okay, der ist blau, der rot. Grün? Oh. Ah, die hinteren. Ach. Weiß. Orange. Gut zu wissen. Eine normale Wand, oder ist sie vielleicht gar nicht so normal? Was hast du? Egal. Wir haben einen Haken. Eine alte Öllampe. Sie scheint noch genug Öl zu haben. Sie scheint noch genug Öl zu haben. Okay. Ich weiß nicht, wofür wir die Lampe brauchen. Ach, wenn ich hier durch, wenn wir damit durch sind, bin ich durch. Guck mal, wie wär's damit? Sollen wir das mal versuchen? Bam! Noch nicht mal eine Axt hier für Animation? Was soll denn das? Dafür war kein Geld mehr da. Die mussten Klar. sich mich als weibliche Protagonistin nehmen. Ich kann nichts sehen. Aber ich habe doch eine Lampe. Oho. Wir haben das Licht mal da reingeworfen. Bam. Amulettteil. Los. Das ist ein altes Pergament mit einer Zeichnung des Vier-Elemente-Amuletts. Finde alle 11 Teile, um das ganze Amulett zu erhalten. 11? Wir haben da schon eins. Hä? Nee, wir haben nur die Zeichnung. Ah. Ah. Hä? Ach, man muss auch auftun. 10. Yay! Eine Pistole. Ich könnte wohl kein lebendes Wesen erschießen, aber ich könnte denjenigen Angst einjagen, die mich von Albert fernhalten wollen. Klar, ein lebendes Wesen kann sie nicht erschießen, aber ein Tentakelmonster geht mit Harpune. Aber nicht mit so einer Donnerbüchse. Volle Möhre, ab ins Hirn. Sag mal. Angst einjagen? Nein, jetzt lass mich doch gehen, Mensch. Haben Wölfe Angst vor Pistolen? Ich dachte jetzt an die Fledermäuse. Wir können das auch versuchen. Es ist unmöglich, an diesen Wölfen vorbeizukommen. Ja. Mögen die Licht. Es ist unmöglich, an diesen Wölfen vorbeizukommen. Also so richtig unmöglich? Das weiß ich nicht. Ich lese nur das Skript. Mann. So, ich würde jetzt hier Kabom machen. Wie so eine Flakkanone. Bäh! Errungenschaft, Menace of Bats. Menace. Das habt ihr, glaube ich, nicht gesehen, weil ich nur die Spielaufnahme habe, aber das war eine Steam-Errungenschaft. Es gibt also auch Errungenschaften. Ja. Fass mal an. Es macht wohl keinen Sinn, durch die Blitze zu gehen. Ich muss die irgendwie abstellen. Ach so. Was ist doch? Hab ich doch gesagt. Sag mal hier. Hier war wohl einmal ein Weg, aber jetzt ist er komplett zugewachsen. Ich muss die Sträucher zurückschneiden. Bin ich Gärtnerin oder was? Warum muss erstmal Gartenarbeit verrichten? Ein Blitzamulett. 7 Zehner. Ach, ein Ölkännchen, ist noch ein wenig Öl drin. Wie 7 Zehner, was? Wenn du Öl rumdrehst, steht dann 7 Zehn. Hier war wohl einmal ein Ja, Ding, ist gut. Axt. Na, Spitzhacke wird ja keinen Sinn ergeben. Lampe! Was haben wir denn mit der Lampe? Kannst du die abbrennen oder was? Okay, wir gucken mal den jungen Mann hier an. Der Wein. Am Hals der Statue fehlt ein Amulett. Wir haben gerade sowas gefunden. Das Am Hals der Statue fehlt ein Amulett. Sehe schon, das passt wohl nicht hundertprozentig. Wir brauchen wohl noch eins. Nee, das ist links und rechts. Es muss ein Amulett mit einem Blitz darin sein. Das andere nicht?
Bitte. Das war wohl nicht genug, um die Blitze verschwinden zu lassen. Schade. Ja. Das ist sehr schade. Wir gehen dann mal hier lang, ja? Wow. Oh nein. A fountain. Ein Brunnen. A part of it in the center of the fountain. Ich weiß nicht, ob ich dieses Kind mag oder es hasse. Es ist irgendwie gruselig. Die sieht den Brunnen jetzt zum ersten Mal. Ich denke, die wohnt da. Ne, die Gespenster da. Gespenster da, Gespenster da. Gespenster da, Gespenster da. Genau. Okay. Das Drehrad ist zu rostig, um es zu drehen. Das Drehrad fehlt. Okay. Was hältst du davon, wenn wir hier schon mal Öl drauf machen? Ist was ausgehört? Ja, ne? Ich glaube, ja. Ja. Eine Fledermaus aus Metall. Ich bezweifle, dass sie nur Dekoration dient. Der Dekoration dient. Sind das da unten kleine Knochen? Sieht so aus. Damit können wir aber, glaube ich, nichts machen. Das hier. Liegt da... bevor ich den Brunnen durchsuchen kann, sollte ich das Wasser abstellen. Sind da Tentakel und Fleischstücke im Wasser? Ja, das sehe ich auch. Das hier ist so eine Keule, ne? Aber ja. Da ist auch ein Blümchen. Total schön. Wunderschön. Achso, das fehlt Das immer. Drehrad fehlt. Ja, das fehlt noch. Okay. Dann. Was haben wir jetzt? Achso, die Fledermaus. Zu dich bitte nicht jetzt so drauflehnen, dann ist mein Stuhl schief. Da rein, da? Denke ich. Ein Drehrad. Boah, du kannst voll hell sehen. Du kannst voll hell sehen. Ich bin schon voll in der krass. Rolle. Das ist echt krass. Würde man sagen? Das Drehrad fehlt. Genau. Wieso muss sie das eigentlich abstellen, um den Brunnen zu durchsuchen? Wenn sie so da reingeht, wird sie auch nass. Fleisch. Wir brauchen... Dieses Stück Fleisch könnte die Wölfe ablenken, die den Turm bewachen. Was war das? Keine Ahnung. Was war denn das? Eine Pflanzenschlange. Wir müssen es töten. Dorthin zu gehen wäre Selbstmord. Ich muss diese schrecklichen Kreaturen loswerden, bevor ich mich dem Zentrum nähere. Ja, hier Axt. Globuli. Die helfen gegen sowas auch? Die helfen gegen nichts. Vielleicht helfen die dagegen. Öl? Nein. Dorthin zu gehen wäre nicht. Spitzhacke? Ja. Auch nicht. Ich muss sagen, ich lerne gerade zu schätzen, wenn sie in diesen Spielen dann immer sagen, das kann ich hier nicht verwenden. Das finde ich gerade sehr gut, anstatt dass jemand denselben Blödsinn erzählt. Das kann ich hier nicht verwenden. Man muss hier durchgehen, um zum Zentrum zu kommen. Das ist ein sehr seltsames Schloss. Ich glaube, du kannst auch von der Seite gehen. Aber wir müssen ja erst die Viecher loswerden. Denke ich. Okay, wir haben Fleisch. Fleisch für die Wölfe. Hier, bitte. Und die teilen sich... Hallo? Ich will das nicht abgeben. Ihr wisst, glaube ich, selber. Und die teilen sich das jetzt, oder wie? Lenkt ab. Jetzt kann ich zu dem Turm gehen. Haus. Ich höre die Wölfe. Hi. Da hat sich was bewegt. Meinst du, es ist Albert? Einstein. Hallo, Vögelchen. Blatt. Ich muss irgendwie den Raben verjagen. Aber wieso? Haben wir noch hier Licht? Ich muss irgendwie... Ja. Wieso muss sie den Raben verjagen? Ich habe keine Ahnung, aber es wird schon seinen Sinn haben. Wo ist eigentlich unsere Glasscherbe? Der Stoff ist sehr dick. Ich benötige ein Messer, um ihn aufzuschneiden. Da sind doch Fäden. Mensch. Die Axt ist aber rostig. Die war scharf genug. Okay. Da, Schaufel. Jetzt können wir damit... Ein Spaten! Damit kann ich das Loch graben.
Ja. Irgendwie sowas stand da bestimmt. Sicherlich. Eine Truhe. Die geht einfach auf. Das ist eine Falle. Ja, da war Giftstaub drin. Weißt du, was das hier ist? Das ist eine... Das nennt, hat einen ganz komischen Namen. Es ist eine Aale. Das muss man im Wimmelbild spielen, nämlich auch öfter suchen. Eine Aale. Das wird übrigens zum Kupferstich oder Holzstich verwendet. Ein Hebel für irgendeinen Mechanismus. Der sollte noch nützlich sein. Klar. Das, der Rest aber wieder nicht. Dort fehlt ein Teil. Ein Teil der goldenen Scheibe scheint zu fehlen. Woher weißt du das? Das ist mein Job. Ich bin die weibliche Protagonistin. Ach so. Ja, sonst ist hier aber nichts. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen schaufeln. Du? Menschenskinder. Da, schaufeln. Du? Mein Gott, bist du langsam. Wir sind hier ja am guten Schaufeln. Ach, fertig. Schaufeln Tag und Nacht. Ein Teil einer goldenen Scheibe. Wo die wohl hingehört? Das ergibt sogar endlich mal Sinn, dass die Schaufel da stand, wo man das Ding braucht, was man dann da an der Tür einsetzen muss. Das ist aber doch langweilig, wenn es Sinn ergibt.